Hallo zusammen, jetzt wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Es ist Dienstag, der 7. April und in meinem heutigen Wochenausblick gehe ich wieder auf die großen US-Märkte, den S&P 500, den Nasdaq sowie den deutschen FDAX ein. Bevor wir starten, noch kurz der Risikohinweis. Ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Kommen wir nun zu den wichtigsten Terminen in der laufenden Woche. Da haben wir heute um 16 Uhr die Stellenangebote aus den USA. Am Mittwoch dann, wie üblich, um 16:30 Uhr die Rohöllagerbestände und um 20 Uhr sicherlich mit Abstand der wichtigste Termin, FOMC-Sitzungsprotokoll. Dann um 13:30 Uhr am Donnerstag dann auch die EZB und dann um 14:30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Erzeugerpreisindex. Den Abschluss bieten dann am Freitag der Verbraucherpreisindex aus den USA. Ansonsten bleiben natürlich die Märkte geschlossen, sowohl in Deutschland als auch den USA. Karfreitag. Kommen wir nun zum S&P 500 Index. Und hier hat sich einiges in den letzten Tagen getan. Wir sehen, dass wir gerade gestern am Montag wirklich eine extrem starke Bewegung nach oben gehabt haben. Wir haben viele Aktien gesehen, extremst viele Aktien, die gestern mit neuen, ja, mit gestiegenen Kursen aus dem Markt gegangen sind. Wir sehen, dass sich hier ein Korrekturtrend gebildet hat. Das heißt, hier mit dem gestrigen Tag ist der Markt dann hier auch nach oben gegangen, hat hier dieses Hoch herausgenommen. Wichtig ist natürlich, dass wir uns trotz alledem immer noch in einer Bärenmarktrallye befinden. Das heißt, der übergeordnete Trend, den wir seit Tagen und Wochen haben und der unser Leben auch bestimmt, der ist immer noch intakt. Das heißt, was wir hier sehen, ist lediglich eine Korrektur, eine sehr starke Korrektur, Bärenmarktrallye. Alle die von euch schon 2015, 2016 in der China-Krise mit dabei waren, aber auch natürlich 2011 oder 2008, kennen das, diese Bärenmarkt-Rallyes, die sehr, sehr stark sind. Und es ist total schwer für Händler, jetzt mit dieser Situation umzugehen. Sollen wir jetzt noch draufspringen auf diesen fahrenden Zug, auf diesen Schnellzug, oder warten wir darauf, dass der Markt sich abschwächt, wenn wir hier in diesen Bereich der alten Tiefs kommen, um die 2975 bis 2850, um dann nach neuen Shorts Ausschau zu halten. Das Sechs-Phasen-Modell sagt uns hier ganz klar, wir befinden uns hier in einer neutralen Situation. Der Markt kann von heute auf morgen in die ein oder andere Richtung kippen. Das heißt, solange diese Stärke im Markt ist, und die ist halt sehr gut zu sehen, weil der Markt mit auf schlechte Nachrichten positiv reagiert, spricht dafür, dass wir hier auf jeden Fall noch die Chance haben, ein Stückchen weiterzulaufen. Dass diese Rallye hier unten gestartet ist, kam ja nicht aus dem Nichts heraus. Wir haben vor knapp 2 Wochen hier über dieses Thema in der Trader-Ausbildung gesprochen, nämlich dass hier am Verfallstag hier häufig der Markt nach der Woche des Verfallstages hier nach oben dreht, wenn die Voraussetzung war, dass wir hier vorher im Crash-Modus waren. Ansonsten ist die Statistik ja eher umgekehrt, dass es vor dem Verfall raufgeht und nach dem Verfall runter. Wir sehen, dass das hier nicht der Fall war, weil wir hier im Crash-Modus sind. Das heißt, hier zählt eine andere Statistik und deshalb ist es nicht ungewöhnlich gewesen, dass es hier zu einer Rallye gekommen ist, dass sie dann natürlich so stark war. Das war natürlich sehr, sehr schwer vorherzusagen. Wir haben das gesehen, wir haben uns in der letzten Woche schon darauf eingestellt, dass wir den einen Titel, einen neuen Titel auf der Long-Seite mit auf die Watchlist mit dazugenommen haben. Haben somit derzeit 2 Titel auf der Long-Seite. Wir werden auch heute im Screening-Dienst auf jeden Fall einen weiteren Long-Titel mit dazunehmen. Wir werden allerdings auch, und das ist auch wichtig, auf der Short-Seite weiter unser Augenmerk haben, denn diese Rallye, wie gesagt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der Startpunkt sein, um auf neue Höchststände zu laufen. Schauen wir uns den Nasdaq-Index an. Hier ist das Bild ähnlich gestaltet. Auch hier haben wir einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Markt sieht auch deutlich, deutlich besser aus, als das der S&P ist. Wir sind aber auch hier ganz klar noch in diesem Abwärtstrend, sind auch, was das Sechs-Phasen-Modell angeht, in einer neutralen Zone. Das heißt, hier machen Shorts nur bedingt Sinn. Aber, und es ist halt wichtig, es gibt für einen Trader 2 Möglichkeiten: eine leichte und eine schwierige. Und
Eigentlich sind beide schwierig, aber für den Trader ist es häufig schwerer, nicht zu agieren, als falsch zu agieren. Deshalb, eigentlich ist es deutlich einfacher und entspannter, wenn man beispielsweise wie ich jetzt im Moment sagt, ich mache Urlaub, ich schaue mir die Sache von außen an und werde nur punktuell in den Markt eingreifen. Das heißt, ich werde nur eine marktneutrale Strategie fahren, in den stärksten Titeln Long, in den schwächsten Short agieren und den Rest lasse ich den Markt einfach machen und genieße meine freien Tage. Da ich weiß, dass das so schwierig ist, ist die schwierigere Alternative für den Trader zu sagen, okay, ich nutze das Momentum aus, was wir auf der Long-Seite haben, um hier kurzfristige Longs zu nutzen. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, man muss aufpassen, wann diese starke Rallye ausläuft, um dann rechtzeitig wieder auf Short umzustellen. Denn auch was die Corona-Krise angeht, auch wenn wir als Datum 20. April alle im Kopf haben, es wird nicht das Ende sein, weil die Corona-Krise wird uns noch das ganze Jahr begleiten und gerade was die Wirtschaft angeht, was die Quartalszahlen angeht, die werden jetzt in den nächsten Tagen und Wochen kommen und die werden uns zeigen, was mit der Wirtschaft in den letzten Wochen tatsächlich passiert ist und am Ende auch des zweiten Quartals, wenn dann die Quartalszahlen kommen, werden wir ein noch besseres Bild bekommen, weil die Krise ja erst ja in den letzten Wochen seine ganze Stärke entfaltet hat und die ersten Wochen und Monate des ersten Quartals waren ja deutlich besser. Das heißt, wir bekommen jetzt erstmal bei den Quartalszahlen noch ein gemischtes Bild, und im zweiten Quartal dann tatsächlich den Spiegel. Und ich glaube, dann werden wir auch auf jeden Fall nochmal eine stärkere Abwärtsbewegung sehen. Ob die dann zu neuen Tiefs führt oder auch nur in diese Richtung führt, wird dann abzuwarten bleiben. Wenn wir uns den Stundenchart noch anschauen, das möchte ich hier an dieser Stelle auch kurz machen, dann sehen wir natürlich, dass diese Bewegung hier sehr, sehr sauber verläuft, dass wir auch hier einen sehr schönen Trend haben, der hier nach oben zeigt. Das heißt also auch hier ganz klar und auch hier geht es immer im Regelfall eben um die letzten Bewegungen, die hier nach oben gehen. Wir sehen es hier, es ist halt sehr, sehr sauber. Wir haben hier steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte, das, was ja im Handel am Ende wichtig ist. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, neutral zu handeln, also gar nicht, oder sich marktneutral aufzustellen oder als Trader, der sehr kurzfristig agiert, tatsächlich diese Rallye auf der Long-Seite mitzunehmen. Also fragt euch selber, was seid ihr für ein Händler? Seid ihr eher derjenige, der sagt, okay, ich bleibe lieber außen stehen und warte, was passiert? Mir wird hier nichts weglaufen. Ich weiß, dass das schwierig ist. Oder seid ihr eher so wie ich, die sagen, okay, ich möchte davon partizipieren, ich stelle mich neutral auf? Oder sagt ihr, ich habe die Zeit jetzt zu handeln, ich möchte diesen kurzfristigen Impuls im Trading vielleicht mitnehmen? Dann ist jetzt das kurzfristige Handeln auf jeden Fall der profitabelste Teil. Das heißt, das Trading, das Daytrading ist jetzt das, was natürlich den größten Profit bringt. Man muss einfach gucken, was seid ihr für ein Händler, wie könnt ihr das entsprechend im Handel umsetzen? Ich werde das ab Mitte nächster Woche auch wieder machen, wenn ich wieder zurück bin aus meinem Kurzurlaub, der natürlich im Rahmen der Familie jetzt sein wird, wie bei den meisten von euch auch. Trotzdem werde ich die Tage jetzt im Kreise der Familie nutzen, weil wir haben Geburtstage, die auch von meiner Frau nur innerhalb der Familie gefeiert werden. Aber ich habe gesagt, ich bleibe auf jeden Fall diese Tage zu Hause, weil die letzten Tage auch sehr, sehr anstrengend für uns alle waren. Ja, schauen wir noch auf den deutschen Markt und da auch erst einmal auf den Tageschart und hier ist im Prinzip dasselbe Bild. Ihr seht aber den Unterschied. Hier sind wir noch ganz weit von der 200-Tage-Linie entfernt. Das natürlich auf der einen Seite Luft verspricht nach oben, Nachholbedarf. Hier schätze ich, haben wir Chancen, bis in den Bereich der 11.000 noch vorzudrehen, gerade weil der deutsche Markt ja auch immer sehr, sehr dynamisch ist, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Das heißt, auch hier kann man schauen, ob es Titel gibt, die auf der Long-Seite gut funktionieren. Es wird allerdings deutlich schwieriger, hier markttechnisch gute Titel herauszufinden. Es wird deutlich, deutlich einfacher im amerikanischen Markt sein. Ansonsten gilt das, was ich gerade gesagt habe, natürlich vor allen Dingen auch für den deutschen Markt. Das war es dann auch wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln aus meinem Urlaub heraus. Ich wünsche euch ein paar angenehme, ruhige Tage. Genießt die Ostertage und vielleicht auch den einen oder anderen Trade, falls ihr als Trader unterwegs seid. Viel Erfolg an den Märkten und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder.